Moin moin, ihr Geisteskranken! Ich bin Ori, der geile Origami-Hai. Der Heiler hat mich wieder gezwungen, irgendwelche Scheiße zu labern, weil der feine Herr selbst überhaupt keine Lust hat, hier irgendwas anzusagen. Deswegen werde ich jetzt die ersten 5 Minuten dieser geilen Folge vertonen. So, dann gehe ich mal ins Pad. So, jetzt geht's los. Ich drücke erstmal auf X. So, da wollen wir mal. So. Der Heiler ist übrigens gerade auf Klo. Kotzen, denn er hat Bulimie. Bulimie, Bulimie. Gut, dann wollen wir mal. Wir sind hier in Klera. Klera-Stamm. Hm? So, und Shiva sagt jetzt was. Hört ihr das? Das ewige Tosen des Sturms? Hört ihr das? So, ich muss X drücken. X. Gut. Der Sturm ist so stark wie deine Mutter. X. 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 Geht. So, jetzt ist Heiler dran. Heilers Text lese ich nicht, denn Heiler ist ein Idiot. So, weiter. Das verflucht anstrengend. Schieb was wieder dran. Ich versuche mal alles wegzudrücken, denn die gehen mir alle tierisch auf den Sack. Außer Maxi. Maxi ist geil. Je schneller wir ankommen, desto schneller können wir die Lösung. Weiter. Los. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man hier dieses geile, verfickte Spiel spielt. Der eine kann nämlich gar nichts. Der ist ein Idiot. Ein Idiot. Oh. Awesome. Oh. Ziemlich geil. Das ist ein großer Baum, da werden wir jetzt hochgehen. Gut, das ist schön. So, erstmal gehen wir ins Menü. So. Halt den Mund und sag, auf mich auszulachen. Hör auf damit. Ah. Oh Gott. So. Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Ori, der geisteskranke Papier-Origami, hat mich gerade angegriffen. Dafür habe ich ihn hinter den Fernseher geworfen und er wird dasselbe Schicksal teilen wie alle Dinge, die hinter meinem Fernseher sind. Er wird da verrotten. Da liegen unter anderem schon mehrere tote Katzen und anderweitige Dinge, Gold und Bilder von Van Gogh, die irgendwann mal Wert hatten. Mittlerweile riechen sie aber alle nach toten Katzen. Gut, Freunde. Ja, gut. So, wir wollen anfangen. Der Anfang war ziemlich geil. Wir sind hier am Baum Klera. Klera ist ein großer Baum, geschützt von einem Sandwirbelsturm. Und wir wollen zu zweit, sprich nur Shiva und nur der Heiler, diesen Baum hinaufklettern. Und das werden wir jetzt machen. Maxi und der gute Blue sind übrigens tot. Grund dafür ist einfach, die sind einfach viel zu stark. Heiler, was tun? Den Hebel umlegen. Ziemlich cool, wir haben hier so ein Tor-Ding, so eine Tür, so eine Tür. Wir können den Hebel nochmal umlegen. Okay, dann geht die Tür wieder zu und wenn wir an die Tür gehen, dann passiert das. Was tun? Gegen die Tür drücken. Bewegt sich kein Deut, okay, also wir müssen diesen Hebel aufmachen. Ich würde jetzt eigentlich sehr gerne den Hebel wieder zumachen, wenn ich durchgegangen bin. Damit die bösen Alexandria-Soldaten, die ja Klera den Baum stürmen wollen, nicht reinkommen. Allerdings werden die wahrscheinlich nicht so dämlich sein und diesen Hebel da oben übersehen. Also die werden den wahrscheinlich auch aufkriegen. Aber wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall alles verteidigen, was es hier zu verteidigen gilt, in diesem wunderbaren Nest. Ich will mir vorher nochmal die Abilities kurz ausrüsten, denn ich weiß noch ungefähr... Ich weiß noch ungefähr, was für Gegner hier sind. Ich muss mal kurz schauen. Okay. Nehmen wir das hier rein. Ich bin dabei, die Ability Level Up zu lernen. Das ist schon mal sehr gut. Exorzismus habe ich hierbei und ich habe außerdem Kannibale bei. Es wäre eigentlich relativ intelligent, wenn ich Pestizid besitzen würde. Denn ich weiß noch von früher, dass es hier den ein oder anderen Tontauben ist. Interessant. Halstuch. Ich nehme mal das Halstuch, damit ich mehr Schaden an Insektoiden-Viechern machen kann.
an fliegenden Gegner, Entschuldigung, an fliegenden Gegner. Und ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwo Pestizid nennen konnte. Aber es geht jetzt offenbar nicht. Level Up, darum werde ich mich später kümmern. Denn wir wollen ja, dass der gute... Na, eigentlich müsste ich es jetzt machen. Wir wollen ja eigentlich, dass Heiler schnell levelt. Die gute Shiva hat auf jeden Fall die Fertigkeit extrahiert, die sie in dem Ding da eben hatte. Deshalb wird sie jetzt erstmal die Fertigkeit auto-pushen. Immer Reflex. Und ja klar, immer Reflex wird sie lernen. Das ist ziemlich cool. Das soll sie gerne haben. Hier hat sie soweit alles gelernt. Das hat sie auch gelernt. Sehr schön. Und dann werde ich immer kurz die Fertigkeit immer Reflex auch anlegen natürlich. So, Kannibale. Level up Bodyguard. Okay. So, dann gebe ich ihr immer Reflex. Wenn ich es denn einsetzen könnte, kann ich leider nicht. Bodyguard Level up. Jo. Wir machen es einfach mal so, ich nehme hier immer Reflex, HP 10 und Bodyguard. Bodyguard nehme ich mal raus und werde stattdessen in Pestizid und in Turntauben investieren. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum zur Hölle nimmt der Level Up bei ihr raus? Das ist doch völlig bescheuert. Da habt ihr recht, das stimmt. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Denn, das ist egal. Ja, was ist schlimm, was egal ist. Und wir werden jetzt einfach hier mal durchwuppen und durchrennen. Und sämtliche Truhen öffnen, denn hier sind viele lustige Truhen und sehr nützliche Gegenstände, die wir hier finden können. Es gibt hier insgesamt, ich kann mich an drei Gegnertypen erinnern, die hier sind. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Zauberstiefel bekommen, hey, schick, schick. Zauberstiefel ist ein neuer Gegenstand für mich. Guck ich mal schnell an. Ich würde MP 10 und Felsen festlegen. Außerdem würde ich einen erhöhten Zauberwert bekommen. Das ist jetzt nicht so wichtig wie das, was ich angelegt habe. Und ich weiß, es gab hier noch irgendwo was. Ah, okay, hier, alles klar. Das ist eine Truhe. Der Gletscherstock, okay, den Gletscherstock haben wir damals ja gestohlen. Vom guten, von Gisamaluke. Dem Vieh, das die ganzen bumisianischen Bürger verheiratet hat. In Gisamalukes Grotte. Aber jetzt ist Gisamaluke ziemlich am Arsch, denn ich habe ihn geknüppelt. Jetzt hat er sich in seine Höhle zurückgezogen, weil er jetzt Angst hat vor Affenjungen und vor Rattenmädchen. Okay. Ja, an die konnte ich mich noch erinnern. Das sind die Mephisto-Libellen. Die haben wir schon mal gesehen. Die haben wir mit Steine ja das letzte Mal niedergeknüppelt, wild niedergeknüppelt. Das war ziemlich ordentlich. Und vielleicht sehen wir jetzt was Cooles. Ah, nee, schade. Jetzt leider nicht gemacht. Ich werde einen Sprung einsetzen und dann werde ich mich erstmal mit normalen Angriffen dieser Viecher entledigen. Ich hoffe, das funktioniert. Soweit ich mir entsinne, setzen alle Gegner in dem Gebiet Hitzezauber an. Also Hitzezauber ein. Also Feuer vornehmlich. Shia wird jetzt in den Himmel steigen und Heiler hat jetzt natürlich seinen Angriffsbonus durch die Tobsuchtfertigkeit. Die Viecher sind so dämlich, dass sie ihn in Tobsucht versetzen, denn jetzt macht er noch mehr Schaden als sowieso schon. Und er macht ja ohnehin nicht mehr als anzugreifen. So, Feuer kommt natürlich wieder. La 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 la. Übrigens, wenn ihr eine Aktion ausgeführt habt und dann in den Tobsuchtzustand gebracht werdet, sehr gut, die sterben, dann wird die ATB-Leiste nochmal neu geladen. Sprich, ihr müsst die nochmal neu laden, weil ihr die neue, weil ihr den Angriff, den ihr dann einsetzt, wieder neu aktivieren müsst. Wenn ihr allerdings keine Fertigkeit eingesetzt habt und sprich so in dem Menü seid, wo ihr Dreieck drücken könnt, dann seid ihr automatisch gleich am Anfang dran mit ihm. Das, ihr könnt ein bisschen so taktieren, wenn ihr gegen Gegner kämpft, die gerne mal Surren einsetzen, also Tobsuchtsangriffe, dann ist die ganze Chose ein bisschen schneller vorbei. Shiva macht natürlich weniger Schaden als der Heiler, das liegt vornehmlich natürlich an der Waffe, die hat einen geringeren Angriffswert als das wunderbare Organik des Heilers. Und zweitens liegt es daran, dass der Heiler ein bisschen höheren Stärkt hat als Shiva. Ist alles aber nur halb so schlimm, denn Shiva kann ja unter anderem heilen und die MP verbrennen mit ihrer Draco-Megäre. Und springen kann sie natürlich, was auch sehr, sehr praktisch ist. So, hier haben wir einen Gegenstand und hier haben wir ein Loch. Durch das Loch lugen. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was erkennen. Okay, es ist ein Loch. Ja, wir werden unseren Penis in das Loch stecken. Okay, unser Penis hat jetzt den Sand aktiviert. Der läuft jetzt da unten. Da kommt der Sand rausgeströmt. Awesome! Sehr gut. Sand kommt rausgeströmt. Das ist
Wir wollen uns natürlich angucken, weil Sand ziemlich geil ist. Gehen wir jetzt da hoch. So, hier kommen wir nicht mehr zurück. Der Sand blockiert uns unseren Rückweg. Was tendenziell sehr gut ist, denn eigentlich dürften jetzt auch die Alexandria-Soldaten nicht da durchkommen. Eigentlich zumindest. So, hier ist jetzt alles vollgelaufen. Wir sind jetzt eine Ebene höher als vorher. Hier sind keine weiteren Truhen, glaube ich. Und ich werde das einfach mal weitergehen. Hier ist noch eine Truhe. Die schnappen uns. Wir schnappen sie. Mistgabe haben wir bekommen. Die haben wir natürlich schon lange, lange geklaut. Vom Zagner damals. Hey. Okay, das ist geil. Da kommen wir nicht hoch. Der Sand lässt uns nach unten strömen. Und wir müssen erstmal nach links. Ist das ein Briefkasten? Ja, sieht so aus. Hier ist ein Mogri. Mohanna. Hallo, Mohanna. An Mohanna einen Brief überreichen. Ein Brief von Atura? Vielen, vielen Dank, Kupo. Atura hat uns einen Brief geschrieben. Es ist schrecklich. Diese grässlichen Kerle haben die schöne Stadt kaputt gemacht, Kupo. Warum bloß? Warum bloß, Kupo? Ich hasse diese Zipfelmützen, Kupo. Sei bitte vorsichtig, Mohanna. Am besten du ziehst irgendwo anders hin, Kupo. Oh nein, Pumisa wurde verwüstet? Verwüstet? Wir sind gerade in einer Wüste. Super, Witz, super geil. Sind wir hier denn sicher? Sind wir das, Kupo? Ihr seid nirgends sicher, nirgends, denn ihr werdet immer sterben, egal wo ihr seid, denn das Glück folgt mir auf dem Fuße und manchmal ist es sogar vor mir, es folgt mir auf dem Fuß, Nagel, Fuß. So, wir haben wieder einen Zufallskampf, ich hoffe mal neue Gegner, keine neuen Gegner, aber diesmal muss zwei von diesen perfekten, rotzigen Kackdingern und wir sind im Angriffsvorteil, was natürlich bedeutet, dass wir mehr Schaden machen, als uns lieb ist. So, der erste ist tot und der zweite wird durch Dracomegere auffallen, denn Dracomegere erhöht den Angriffsschaden, den wir austeilen, ich glaube 110% oder so. Reicht nicht aus. Leider ist es zu schwach. Ich hoffe, der Heiler kann noch mal rein. Nee, er kann nicht reinbamsen, schade. Egal. Bam! Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Der Schaden ist echt schlechter, als ich dachte. Ich denke mal, es liegt daran, dass die Gegner jetzt in der hinteren Reihe waren. Deswegen haben die jetzt weniger Schaden kommen. Also jetzt zumindest eben, als sie dann ihre hässlichen Fratzen wieder zu mir gedreht haben. Ich kann natürlich länger als 15 Minuten aufnehmen. Demzufolge könnte ich auch durchaus Folgen hier rein donnern, die so 30 Minuten lang sind. Ich versuche mal alles so weit in die Folge zu kriegen. Wir sind jetzt etwa bei 15 Minuten. Wird eine lange Folge werden hier, denn ich möchte zumindest bis in die Stadt reinkommen. So, hier oben ist was. Da ist eine Truhe. Die schnappen wir uns. Und darin befindet sich der Feuerstock. Den Feuerstock haben wir vom schwarzen Tenor gestohlen. Dadurch lernen wir die Fertigkeiten... Ich glaube, die Fertigkeiten Schlaf und Feuerer. Das heißt, wir haben jetzt sowohl den Feuerstock, den Gletscherstock und den Donnerstock zweimal. Zusammen haben wir zweimal. Und wir haben neue Gegner. Wir haben geile, verfickte Raupen, die ziemlich cool aussehen. Irgendwie. Die haben lustige Augenbrauen, lange rote Augenbrauen. Denn es sind Transenraupen. Die berühmten Transenraupen, sie sind eigentlich Männer, die aber gerne auf Federboas und auf Penisse stehen. Deswegen tun sie so, als wären sie Damen. Tot! Ja, awesome! Selbst... Oh, Shiva macht richtig viel Schaden gegen die. Das ist ziemlich cool, muss ich zugeben. So, Level up! Level 18. Shiva ist jetzt so hoch im Level wie... Sarah? Ich glaube, so hoch wie Sarah. Sarah müsste auf Level 18 auch sein. Das heißt, nur noch der Heiler ist mit seinem Level ziemlich schlecht dabei. Sein Level ist noch sehr niedrig, auf Level 16, glaube ich. Level 16, genau. Er ist der schwächste Charakter, den ich besitze, wenn man Markus nicht mitzählt, der auf Level 7 ist. Aber Markus zählt nicht, denn er ist kein vollwertiger Charakter. Er ist eine Truhe! Gib mir die Truhe, sie ist so wunderschön, darin ist ein Allheilmittel. Mit dem Allheilmittel heilen wir alle Zustandsveränderungen, alle bösen Zustandsveränderungen, die uns plagen, wie zum Beispiel Gift und Blind und Dämlichkeit und kalte Füße und Kartoffelsalat im Schritt. So, neuer Gegner. Der Gegner hier heißt Sandgolem. Wie die auf den Namen gekommen sind, weiß ich nicht, denn er hat nichts mit dem Gegner zu tun. Wir werden auf jeden Fall versuchen, ihn hart zu raiden. Wir springen erstmal und greifen das Herz mit dem Sprung an. Und dann greifen wir den Sandgolem mit dem Angriff direkt an. Ich werde euch zeigen, weshalb. Ich hoffe, es geht. 434 Schaden. Es funktioniert. Wenn wir den Sandgolem angreifen, zerfällt er. Und zwar für eine Runde. Wir können ihn auf diese Art und Weise aber nicht töten.
Solange das Herz lebt, wird es ihn immer wieder beleben. Das heißt, wir müssen das Herz zerstören. Das Herz kriegt mehr Schaden, wenn es, wenn der Sandgolem gefallen ist. Außerdem würde der Sandgolem, wenn er stehen würde und wir ihn angreifen würden, jeden Angriff kontern. Außerdem würde das Herz dann noch Feuer einsetzen und der Gegner würde auch noch eine Fertigkeit namens Sandsturm einsetzen. Das alles macht er nicht, wenn er auf dem Boden liegt, deshalb werde ich ihn jetzt dauernd mit dem guten alten Heiler auf den Boden knüppeln und mit Shiva werde ich dann das Herz attackieren. Das ist die beste Möglichkeit, diesen Gegner zu töten. Es gibt übrigens, das möchte ich noch kurz erwähnen, es gibt in diesem Gebiet drei Gegner von, ich glaube es sind drei Gegner, von denen sie eine Fertigkeit fressen kann. Der Sandgolem gehört nicht dazu. Das heißt, wir brauchen den Sandgolem nicht so zu schwächen, dass Maxi die Fertigkeit erlernen kann von dem. Denn er hat nichts. So, hoher Schaden, ich hoffe jetzt mal mit dem Heiler kann ich das Herz töten. So, jetzt sehen wir, jetzt kommt der Konter. Er kontert jeden Angriff. Und der Gegner ist jetzt... Er ist tot, alles klar. Drei Angriffe brauche er, hat in etwa so um die 1100 Punkte, würde ich sagen. Also irgendwas über 1000 HP wird das Herz haben. Und dann zerfällt er und stirbt. Man kriegt nicht besonders viel XP von dem Typen. Es lohnt sich also nicht, bei dem zu trainieren. Es gibt weitaus bessere Stellen hier zum Trainieren. Darauf gehe ich später ein. Denn ich habe natürlich ein wenig trainiert. Wir haben hier eine Truhe, die schnappen wir uns. Mithril-Fäusting, den haben wir natürlich schon. Den haben wir damals mal gestohlen bei irgendeinem Gegner, bei irgendeinem Boss. Ich habe vergessen, bei wem. Ist auch nicht so wichtig. Wir konnten es mittlerweile auch klauen, glaube ich. Und diese Kurbel. Achtet bitte auf den Sandfluss dort oben links. Ich trete gegen den Hebel oder hau dagegen. Und dann geht diese Palisade darunter. Bams. Und wir kommen an die Truhe. Hätten wir es jetzt nicht gemacht, dann hätten wir nicht an die Truhe gelangen können. Weil der Sand uns zurückgedrängt hätte. In der Truhe befindet sich ein Elixier und in der anderen Truhe befindet sich irgendein komischer Gegenstand. Hier vorne ist übrigens noch ein Gegenstand, hier hinter. Den schneiden wir uns auch kurz. Es geht um Wüstenstiefel. Den haben wir damals mal irgendwo klauen können oder so. Oder beim Schatzsuchen gefunden. Auf jeden Fall das Elixier und der andere Gegenstand, der da war. Das war ein Aether oder so. Die sind jetzt nicht so wichtig. Also ich werde die jetzt nicht mitnehmen. Das wär einfach nur ein großer Umweg. Der bedeuten würde, dass wir wahrscheinlich noch zwei Zufallskämpfe machen müssen. Das wäre natürlich ziemlich dämlich. Jetzt bin ich automatisch dahin gegangen. Ist egal. Naja, hier. Auf jeden Fall Elixier. Super geil. Ich find's so geil. Ich find's so geil, dass ich solche Sachen ankündige. Und dann mache ich's trotzdem. Egal. Wir haben es jetzt auf jeden Fall. Wir haben Elixier. Super. Hier gibt's eine kleine Eigenheit, die ganz interessant ist. Wenn wir hier in diese... Ne, ich werde sowieso reinfallen. Ich brauche das gar nicht so machen. Ey, cool. Sonst falle ich da mal rein. Auf jeden Fall eine Heilpotion bekommen. Wenn wir da reinfallen, dann müssen wir X hämmern. Wenn wir das nicht machen, würden wir da in den Strudel einsinken und würden in das Gebiet dort unten wieder reinfallen. Das heißt, wir hätten einen riesen verfickten Umweg. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen hämmer ich wie ein geisteskranker Schimpanse darauf. Hier fallen wir auf jeden Fall rein. Wir könnten höchstens das Glück haben, dass wir beim Rausspringen genau hier landen. Sonst kommen wir da nämlich nicht hin. Kurze Sache noch. Das hier ist das Gebiet, in dem ich gelevelt habe. Ich habe natürlich ein bisschen vorgespielt, damit ihr euch hier nicht 1000 Jahre lang Kämpfe angucken müsst, damit ich Heiler und Shiva auf ein angemessenes Level bringe. Ich habe hier gelevelt. Die Gegner, die hier kommen, sind diese hässlichen Raupen. Die bringen, wenn man alleine kämpft, 682 XP oder so. Durch Level-Up sind es in etwa 1000, sprich 3 bis 4 Kämpfe für ein Level-Up. Und dann gibt es dort noch diese, diese komischen Libellen, diese Mephisto-Libellen. Die bringt zusammen, wenn du 3 hast, und es kommen meistens 3, um die 750 Punkte, was natürlich noch geil ist. Das ist der letzte Gegner, den wir hier finden. Es gibt 4 Gegner, den Sandgolem, die Mephisto-Libelle, die Sixlocker-Würmer, die eigentlich Raupen sind, und den Montisaurus. Der Montisaurus ist relativ gefährlich. Ich hoffe mal, dass wir den hier gut wegkriegen. Ein Angriff, den er hat, ist Aerora. Aerora ist ein windelementarer Radzauber, ein Stufe 2 Zauber. Aero und Aerora können wir in diesem Spiel nicht einsetzen. Seltsamerweise. In Final Fantasy 8 und in Final Fantasy 7 gab es die Zauber Aero, die man einsetzen konnte noch. Hier geht es allerdings nicht mehr so. Pratze ist ein normaler physischer Angriff. Das vielbesitzende Fertigkeit, mit dem man in der Lage ist, einen Charakter von meinen Leuten. Sehr gut. Hervorragend, Shiva!
La 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 la. Mit dem er in der Lage ist, einen Charakter von meinen Leuten aus dem Kampffeld zu pusten. Der kriegt dann keine Punkte und ist einfach, ist auch total willkürlich, diese Scheiße. Er pustet einen oder er frisst einen auf oder so. Auf jeden Fall ist der Charakter dann komplett für den Kampf weg und kriegt keine Punkte. Das ist völlig behämmert. Deswegen mag ich den Gegner auch nicht. Der bringt darüber hinaus noch weniger Erfahrungspunkte als die anderen Gegner, als diese Raupen und so. Und der ist einfach nur kacknervig. Ich habe, wie gesagt, trainiert. Ich werde euch das beim nächsten Speicher, also in der nächsten Folge, Anfang der nächsten Folge, werde ich euch das zeigen. Ich habe Abilities gelernt, einige. Ich habe zum Beispiel mit dem Highlander ein Level Up auch gelernt. Ich habe die drei Fertigkeiten, die ich hier fressen kann, das sind, auf die Fertigkeiten gehe ich dann ein, mit Maxi gelernt. Das werde ich euch zeigen, liebe Freunde. Ich werde jetzt am Anfang, am Ende dieser Folge, die ist jetzt einfach 20 Minuten lang, noch den Einstieg von Clara zeigen. Hier gibt es nämlich noch ein paar lustige Sachen zu entdecken. Clara. Priesterin des Haupttempels. Seid ihr Shiva? So ist es. Wir haben euch bereits erwartet. Woher wisst ihr von mir, meine Damen? Der König von Bomisia setzte uns darüber in Kenntnis, dass ihr kommen würdet und bat uns, euch in Empfang zu nehmen. Dann ist seine Hoheit also wohl auf. Bringt mich bitte sofort zu ihm. Sehr wohl. Heiler, ich gehe zu einer Audienz mit dem König. Ihr könnt euch der Wahl ein wenig erholen, meine Lieben. Geht in Ordnung. Bitte hier entlang. Wünschen die Herrschaften vielleicht eine kleine Stadtführung? Oh, eine Stadt klingt natürlich sehr interessant. Also sie würde mich jetzt hier in der Stadt rumführen. Das ist eine sehr geile Sache und ich finde es auch sehr nett, dass sie das macht. Deshalb werde ich das ablehnen. Ich verstehe. Ihr verfickten Ratten! Ja, genau. Schon irgendwie eine merkwürdige Stadt. Blue, Maxi, wollt ihr euch nicht ein bisschen die Stadt ansehen? Ja, gute Idee. Gut, vielleicht finde ich da was Schlackeres, Mams. Ja. Hm? So, Freunde, virtuelle Sonne, wir sind hier in Clara, der legendären Stadt. Die Stadt, die sich vor knapp 100 Jahren der Außenwelt entzog, indem sie sich in einem Baum einnistete, in einem wunderbaren Haus, Baumstadt. Und einen gigantischen Sandwirbelsturm um sich scharte, damit sie geschützt sind gegen alle bösen Einwanderer, wie zum Beispiel die Russen. Russen! Die Russen sind sehr gefährlich. Nehmt euch in Acht vor den Russen. Böse Russen. Die Russen sind fast so schlimm wie die Deutschen. Verfluchte Deutschen! Hier ist übrigens eine Truhe. Mit Phoenix Down. Maxis Abgabe, das behagt mir überhaupt nicht. Muss ich zugeben. Das macht mir sehr viel Angst, denn Maxi ist geisteskrank. Nicht so essen, Mampf. Hier, Mampf. Ja, Maxi ist super. In dieser Stadt hier. Hier muss ich überhaupt nicht zu essen, Mampf. Hm? Ich muss dir erzählen, dass ich sagen würde, dass ich kenne meinen Pollen. Hier gibt es nur nichts, Mampf. Ich muss dir erzählen, dass ich mich aus Baumkuchen. Hier gibt es nur auch nichts, Mampf. Ja, die Spezialität Lindblums ist übrigens die Scheiße. Ich werde mit den Leuten reden, aber nicht jetzt, denn das mache ich später. Wenn ihr viele geile Items kaufen, die kaufe ich mir alle. Jim Pokémon. Die Partisan ist eine neue Waffe für die Awesome Shiva. Kaufe ich. Wir werden den Rest nachher machen. Ich will jetzt, wir werden uns das nachher ansehen, weil das, ihr werdet sehen, warum. Neue Sache, geile Sachen mit Maxi. Pilsche, Mampf. Hm, Pilsche? Leckere Pilsche? Pilsche sind schlecker, die lecker. Pilsche, Mampf. Hm. Diese Pilsche sind so schön, Mampf. Ob man die wohl essen kann? So, liebe Freunde der virtuellen Sonne, jetzt muss ich euch unbedingt was zeigen, denn diese beiden ATB-Events musste ich, also die sind optional, aber die musste ich unbedingt machen, um zwei Gegenstände zu bekommen, die man sonst nicht bekommen kann, auf diese Art und Weise, wie ich sie jetzt bekommen will. Bekommen, rommen, schnommen, bomben, bomben, klompen, bomben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zurück, denn das möchte ich euch noch zeigen. Wir gehen hier rein.
Und jetzt nach diesen beiden geilen ATB-Events befindet sich Maxi. Normalerweise wäre Maxi nicht hier und das ist ein Event, das wir nur auf diese Art und Weise initiieren können. Wir reden mit Maxi. Ich hab Hunger, Mams. Ja, jetzt schon dieser Strudel, das schon leckeres Eis aus, Mams. Hüpf. Was soll das werden, Maxi? Eis richtig. Nicht als Ärger hat man mit dem. Ja, wir springen jetzt runter in diesen Sandstrudel. Und wie gesagt, das geht nur, wenn man diese beiden Events macht. Ich hole Mampf! Warum zur Hölle? Maxi ist vor ihm reingesprungen und Maxi ist fetter und schwerer als der Heiler. Und trotzdem fällt der Heiler als erstes runter. Ich verstehe es nicht. Wie immer so. Puh, was hat ich angeschossen? Haben Sie das schon vorbereitet, Mampf? Hey, das ist eine Schatztruhe. Naja, ein bisschen Schwein braucht der Mensch halt ab und zu. Interessant. Ich war in der Schatztruhe sowieso noch was essen drin. Und selbst wenn wir das längst noch gar mit Mampf. Was haben wir gesagt? Auf jeden Fall bekommen wir jetzt diese beiden Items. Woohoo! Items. Das erste Seidenkleid, das haben wir natürlich schon. Das zweite ist ein paar leckere Zauberstiefel. Die haben wir jetzt natürlich auch schon, aber jetzt haben wir sie zweimal. Und bedauerlicherweise müssen wir jetzt diesen ganzen verrotzten, dreckigen Pissbaum wieder hochrennen. Ja. Da ich euch dieses fulminante Gedönse hier gerne ersparen wollen würde, was ich jetzt auch tue, werde ich diese Folge beenden, denn sie ist mittlerweile fast 30 Minuten lang. Und in der nächsten Folge sehen wir uns oben auf dem awesomen Klärerbaum vor der Stadt. Dann werden wir auch mit sämtlichen reden und die Stadt hinter uns bringen. Des Weiteren werde ich dann gelevelt sein. Ich werde dann die Fertigkeiten mit der geilen, verfickten Maxi haben. Die Maxi, der eigentlich ein Typ ist, eigentlich ein sächliches Wesen wie auch. Auf jeden Fall werde ich euch dann die Fertigkeiten zeigen. Dann sind wir oben und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich fand die Folge ziemlich geil. Deine Bruder. Adios.